Die Thermen und Badewelt Sinsheim. Hier sollen die Gäste bald mitten auf dem Wasser schwitzen können. In einem gläsernen Saunaschiff. Los, mitdrücken! Eine Weltneuheit. Man kann es natürlich schon planen, aber das ist alles theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, wenn das Saunaboot kommt, ob das alles so funktioniert. Splitternackt in einem Glasschiff saunieren. Nur eine verrückte Idee? Dahinter steckt ein Plan. Die Therme Sinsheim will an die Weltspitze. Und es war natürlich auch ein Gefühl der Euphorie. Und wir sind riesig und wir werden weltbekannt. Und technischer Leiter von der größten Therme der Welt zu werden, das wäre so mein Traum. Ein Traum zu Ende, bevor er beginnen konnte? Zuerst stirbt der Gründer der Therme bei einem Unfall. Dann folgt der Corona-Schock. Die ganze Hoffnung liegt nun auf einem Saunaschiff. Malaysische Palmen bringen Tropengefühle nach Sinsheim. Schon im Morgengrauen halten sie den technischen Leiter Florian Uhland auf Trab. Eine Riesenpalme macht Probleme. Hey, das reicht, die Kunststoffklötze. Komm ich da vorbei? Ja, die Palme, der geht es jetzt momentan ehrlich gesagt zu gut. Die ist jetzt zu hoch geworden. Die behindert uns jetzt. Indem, wenn wir unser Dach auffahren möchten. Deswegen müssen wir die jetzt ein bisschen einkürzen in ihrem Wachstum. Der gefällt es zu gut in der Badewelt. Wohlfühlwetter für Palmen bei 32 Grad Lufttemperatur. Florian imitiert für die Palmen einen Tag-Nacht-Rhythmus in den Tropen mit bis zu 80% Luftfeuchtigkeit. Er tut ja eigentlich die ganze Zeit alles dafür, dass es den Palmen gut geht. Und wenn man da natürlich eine Palme fällen muss, dann ist es natürlich schon schade, auf jeden Fall, weil es ja Riesenpalme und wunderschön war es ja auch noch dazu. Also schon nicht so schön, aber es geht nicht anders. Das Sinsheimer Palmenparadies ist bereits außergewöhnlich, doch daran angrenzend eine Saunawelt, die ihresgleichen sucht. Mit exotischem wie einer Vogel- und einer Koi-Sauna, die als größte Sauna der Welt im Guinness-Buch der Rekorde steht. Das Reich von Axel Sinn. Der Kamerad oder eigentlich die Kameradin ist eine, die ist zackig am Futternapf. Das heißt, die ist immer vorne dran. Unser Benigoi, der Rote, der ist schüchtern, der hält sich immer zurück. Also ich kann eigentlich über jeden Fisch kann ich eigentlich sagen, wie sein Verhalten ist. Der Axel kennt ja schon zum Beispiel jeden Koi mit dem richtigen Namen. Das wäre für mich ein Unding. Also ich wüsste gar nicht, wie die Kois heißen. Ich kann sie zum Teil nicht mal voneinander unterscheiden. Und also, unter uns gesagt, bei uns im Team, manchmal ist der Axel ein Koi-Flüsterer. Das ist nur gegangen, indem ich die Fisch nicht als Badewildfisch bezeichne, sondern als Maifisch. Das heißt, wenn es den Fisch schlecht geht, ist es für mich so, wie wenn jemand sein Hund schlecht geht oder stirbt. Ne? Für mich sind es wie meine Haustiere. Direkt neben Axels Lieblingen wird es bald die neue Attraktion geben. Hier soll das gläserne Saunaschiff anlegen. Morgen gehen wir noch pushen, brauche ich noch etwas. Autonom fahren soll das Schiff. Als erstes Saunaschiff weltweit. Klar, da fangen wir mal statt ja, an. Genau, da haben wir ja gesagt, da gehen wir komplett schräg, leicht schräg hoch. Ja, genau. Von da ab, das ist 3,80 Meter. Man kann es natürlich schon planen, aber das ist alles theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, wenn das Saunaboot kommt, ob das alles so funktioniert, ob die Höhe jetzt passt, das wird man dann nachher sehen. Man kann das natürlich in der Theorie schon alles rechnen und aufs Grobe anpassen, aber im Endeffekt ist das
Learning by doing. Genau. Das sind immer individuelle Lösungen, die es auf der ganzen Welt eigentlich nur einmal gibt, ne, Florian? Ja, von doch, Sache, ich glaube, so kann man das sagen. Ja, das ist ja nicht das Problem. 1 Zentimeter, 2 Zentimeter hin oder her schicken. Ja. Da können wir nachher mit dem Wasserstand ein bisschen spielen. Wenn das Boot auf den Tieflader kommt und wir tun es in den See einheben, ich glaube, das ist der spannendste Moment. Und ich denke, da arbeiten wir auch alle drauf hin. Und das ist für mich das Größte, natürlich. Dazu muss das Schiff erst mal ankommen. Gebaut wurde es in der Werft Kiebitzberg in Sachsen-Anhalt. Heute wird es verpackt für seine lange Reise nach Sinsheim. Komplett aus Glas und mit extravagantem Design. Das erleben die Schiffsdesigner selten. Sinsheims Wagemut überrascht sie. Es ist schon wirklich eine Herausforderung, dass ein Kunde diesen Mut hat, dann auch zu sagen, genau das machen wir, das finden wir toll. Und zeichne mal weiter, das gefällt uns und das wird auch so gemacht. Und da war ich schon sehr verblüfft. Ich fand es aber faszinierend, wie ich gleichzeitig so Schilffiguren aus dem Wasser sehe, die aus dem Wasser kommen. Und da gibt es halt eine wunderschöne Frauenfigur so im Zentrum, die ich persönlich als das Highlight so ein bisschen empfinde von dieser ganzen Anordnung. Der Transport, hochkompliziert. Das Schiff wird auf der Straße 2 Fahrbahnen einnehmen. Was wie Geschenkpapier aussieht, ist extrem robuste Schutzfolie für die Fahrt. Dieser See soll das neue Zuhause des Schiffs werden. Tiefe und Breite sind nun entscheidend. 5 Meter wird das schon sein. Genau, da gehen wir rein, genau hier. Wasserscheu? Keiner, der hier arbeitet. So passt es, Igor. Ungefähr, das ist okay. Ich brauche es nicht auf den Zentimeter, nur. Jetzt ist er gleich weg. Meter 50? Ja. Okay, passt. Wir sind jetzt im Dorf. 2 Meter. 4 Meter. 7 Meter, hä? Ja. Noch ahnt das Team nicht, dass das Seegelände vielleicht doch zu schmal für das Saunaschiff sein könnte. Florian fand in der Badewelt nicht nur seine Berufung, sondern auch seine große Liebe in Marketingleiterin Julia. Ein Ehepaar und Team, dass die Vision für Sinsheim klar vor Augen hat. Das war nicht immer so. 2017 schienen die Träume zerplatzt, als der Gründer der Therme bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ein Schock und eine riesige Aufgabe für das junge Team, den Traum alleine weiterführen. Der Mann hat jahrzehntelang eigentlich bestimmt, wie es gemacht wird und hatte die Ideen vom Design und hatte einfach uns vorangetrieben und dieser Kopf, der fehlt jetzt einfach und da muss man sich natürlich am Anfang zuerst mal positionieren, jeder Einzelne, wie funktioniert es, wie macht es weiter, wer bringt diese Innovation, diese Liebe zum Detail jetzt mit. Deswegen finde ich das toll, dass wir ja auch mit diesen kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Dingen wie einem Saunaboot ja doch so viel eigentlich verändern können. Und ja, ich bin sehr stolz, dass wir das so weiterführen und diese Schritte gehen und auch was wagen und was investieren und ja. In der Abenddämmerung beginnt die Reise für das Schiff in Sachsen-Anhalt. Für die Designer heißt es Abschied nehmen. Also für uns muss ich sagen, ist eines der spannendsten Projekte, die wir rausfahren, oder? Ja, vom Verpacken und so ist einmalig. In der Geschwindigkeit jetzt, ne, das kann man schon so sehen, ja. Es ist ja ein Kunstwerk. Das Kunstwerk bewegt sich normalerweise mit irgendwo 5 km/h oder sowas oder 3 km/h übers Wasser. Und jetzt fahren wir nachher mit 80 km/h über die Autobahn. Da haben wir natürlich ganz andere Windlasten drauf. Und wir wollen natürlich, dass es gut ankommt. Deswegen ist alles eingestretcht, damit der Wind sich nicht runterhebt.
Und ja, dann kann der Kunde das nachher dann auspacken. Auch auspacken, genau. Wie, so ein wie bei einem richtigen Kunstwerk, wenn dann sozusagen die Hüllen fallen, wird es ja auch so sein, dann wird die Hülle fallen und dann wird man sehen, vorher nicht. Das, wenn das ankommt, weiß ja keiner, was dahinter steckt. Ich bin mal an so einem Tag immer sehr emotional. Man hat so ein Projekt so eine lange Zeit bei sich. Man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass es jetzt unsere Werft verlässt, dass es weg ist, dass wir es hergeben müssen. Ja. Und auf der anderen Seite ist man auch irgendwie trotzdem froh. Das schwankt immer so tageweise, dass man es wirklich nicht mehr sehen kann und irgendwo trotzdem schon im Herz schmerzt, dass es nicht mehr da sein wird. So geht los. Hochbewacht und nur nachts darf das Schiff unterwegs sein. Denn es gilt als seltener Schwertransport, der gleich zwei Fahrspuren in Anspruch nimmt. Ganz in der Obhut von Fahrer Tommy. Sieht eigentlich gut aus, ne? Ja. So, am PKW passt man noch nicht vorbei. Ja, der haut ab. Ja, ich habe extra erwartet, dass er durchfährt, aber naja. Eine riesen Verantwortung, ne, die man da auf Wille kriegt. Und hier in Deutschland bist du ja nur, ich sag mal, der blöde LKW-Fahrer. Man braucht ja bloß mal ein Spiegel gucken, wie groß das ist. Und dann, wenn das ohne Kratzer ankommt, das ist schon eine Leistung, die eigentlich auch Respekt verdient hat, sage ich mal. Also, finde ich. Ja, um den was geht's? Zwei Nächte wird das gläserne Schiff nun durch ganz Deutschland unterwegs sein. Klangschall ist total entspannt. Das ist manchmal so entspannt, dass ich selber als der Aufgießer nur ein paar Mal am Tag machen kann, weil danach bin ich so loosey-goosey. Ich kann gar nicht mehr arbeiten, weil ich bin total entspannt und der Körper sagt, nee, das reicht für heute. Eric ist in Arizona in den USA aufgewachsen. Nach der Hochzeit zog er zu seinem Mann in den Kraichgau. Ich habe gar nicht nie in meinem Leben gedacht, ich wollte in einer Sauna arbeiten, weil ich komme aus der Wüste und da ist es richtig, richtig heiß. Und ich habe gedacht, so weit wie ich kann, von der Hitze weg. Aber hier bin ich gelandet. In Deutschland lernt er die Saunakultur kennen. Ganz am Anfang, in meinem ersten Jahr, ich war draußen am See mit meinem Mann und ich habe eine nackte Frau mit zwei kleinen Kindern ohne Badekleider angehabt. Und ich war total schockiert. Das gibt's nicht in den USA. Es ist richtig schön, dass die Leute so eine befreiende Ausstrahlung hat und haben keinen Scham über die Körper. Es ist alles easy, alles offen. Das finde ich richtig gesund für die Seele. Dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt, sich nicht immer denkt, oh,
vielleicht denken die Leute jetzt was Komisches oder weiß ich nicht, man wird angestarrt. Sondern irgendwann lernt man dann auch ein bisschen sich so akzeptieren, wie man ist und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Finde ich schon. Am Ende sehen wir auch alle gleich aus. Genau. Das stimmt. Da wird man nicht so auf die Klamotten reduziert oder so, sondern genau. Man sieht ja gleich aus eigentlich. Im Morgengrauen die freudige Nachricht. Das Schiff ist da. Doch wie ist sein Zustand? Voraufnahme. Gut. Aber wir sind schon mal froh, dass alles heil ist. Ja, ich auch. Also die letzten 3 Tage habe ich nicht geschlafen. Oder wenig geschlafen und habe von der Sauna geträumt, wie sie hier ankommt und eventuell doch Beschädigung hat. Ne? Dann kommt der große Moment, auf den alle gewartet haben. Das Schiff darf sich in ganzer Pracht am neuen Heimatort zeigen. Doch das Team muss sich auf den nächsten und schwierigsten Schritt vorbereiten. Das Schiff auf den See bringen. Was ist da drunter? Schotter. Flo? KFC. 40 cm KFC. Schon Feuer dort. Aber verdichtet, ja? Ja, ja. Wir müssen nur aufpassen. Wir müssen versuchen, mittig zu fahren. Fahrer Tommy bangt. Wir haben nicht viel Platz. Die einzige Zufahrt zum See. Ein Schotterweg. Viel zu schmal für das breite Boot. Naja, das ist die große Frage. Geht doch hier nicht. Aber probieren, ne? Die Antwort fällt ja aus. Schauen wir mal. Muss ja. Ja, muss ja. Irgendwie muss es ja. Ne? Also es funktioniert schon. Ja, ja. Wird enghaarig, aber muss es gehen. Ich glaube, wir müssen hochlassen. Wie vermutet, reicht die enge Zufahrt nicht aus. Ja, und ab, genau. Oh, haben wir das beste Blatt. Ja, tut mir leid mit dem Baum, das ist nicht mal. Ja. Kollateralschaden. Jetzt müssen wir nur schauen hier, wie gesagt, dass wir hier nicht so weit rauskommen. Ja. Dann tun wir lieber noch eine Palme fällen, bevor wir hier das Boot mit deinem Trailer hier vergraben. Den brauchen wir, den brauchen wir einen Bergepanzer. Ja. Den haben wir ein richtiges Problem. Ich könnte ja zur Not auch noch ein bisschen kippen mit dem Trailer, aber ich habe ein bisschen Angst wegen der Glasscheiben. Ich, bis jetzt haben sie gehalten. Nicht, dass dann gleich, wenn der machen wir so. Andere Spannung kriegt, nicht, dass die da kaputt gehen. So. Das Schiff aus Glas. Eine Attraktion, aber auch ein zerbrechliches Kunstwerk. Super. Schon kommen auch die ersten Schaulustigen, wie Gästebetreuer Chris. Hammerhart, ja. Richtig schön. Auf jeden Fall. Richtig schön. Vor allem so groß. Ich hätte ja gedacht, dass es viel kleiner ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das nachher auf dem See. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ja. Soll man das innen drin als Highlight verkaufen? Ja, bloß nicht. Nachher geht was schief. Der aufkommende Wind wird nun tückisch. Das Schiff darf nicht ins Schwanken geraten. Langsam. Endlich im Wasser muss das Schiff von Hand an seine Liegeposition gebracht werden. Los, mitdrücken! Der starke Wind droht es gegen das Ufer zu drücken. Eine große Herausforderung für Florian. Wir brauchen das Holz.
Unterstützend an seiner Seite Ehefrau Julia. Sag mal so, ich glaube, es gibt im Unternehmen keine kürzere Schnittstelle wie unsere. Für mich ist es nicht schlimm, eher für Julia, weil sie muss mich ertragen. Also. Also er ist natürlich schon aufgeregt, klar, wenn jetzt wieder so ein großer Schritt passiert. Aber ich glaube, für uns ist es ganz gut, man kann miteinander reden und der andere weiß auch, um was es geht und versteht einen tatsächlich auch. Wir haben auch so die klassischen Sachen wie hoffentlich klappt's, hoffentlich läuft alles, hoffentlich läuft es heute Abend oder fährt das Boot richtig, hoffentlich gibt es keine Probleme oder man weiß ja nie, was kommt. Aber ja, definitiv tun wir da abends drüber sprechen. Eine einzige Kette soll das Schiff auch an stürmischen Tagen wie heute auf dem schmalen See in seiner Bahn halten. Und das mit der richtigen Geschwindigkeit. Diese 1 km/h haben wir uns anhand der Wegstrecke ausgerechnet, dass wir auch zu einem adäquaten Saunaaufguss gelangen mit der Zeit. Also hin und zurück gibt es einen Saunagang. So ist der Plan. Schauen wir mal, ob er aufgeht. Ein Betonfundament soll helfen. Der ist knallhart. Die ist knallhart. Im Wasser nicht leicht zu platzieren. Zu weit drin, ne? Du musst weiter zurück. Geh mal weg. Weiter, weiter, weiter! Axel sorgt sich um seine Schützlinge direkt neben den Bauarbeiten. Im Wasser hört man alles. Man kriegt alles mit. Es darf keine starke Erschütterung sein. Und es darf kein dauerhafter Lärm sein. Weil sonst reagieren die Fische extrem drauf. Ich kenne mich ja im Laufe der Jahre und die reagiert auf meine Stimmlage. Und dann, sie würde jetzt auch nicht herkommen, wenn sie jetzt Stress hätte, würde es jetzt nicht zu mir herkommen. Jetzt geht es nicht gut, wie man sieht. Sie schwimmen locker, entspannt, schwimmen jetzt in die Gegend rum. Ist eigentlich alles soweit okay. Die Fische scheinen sich gut an ihren neuen Nachbarn zu gewöhnen. Doch Axel will lieber auf Nummer sicher gehen und selbst nachhören. Wenn ich ganz leise bin, höre ich die Umgebungsgeräusche, wenn ich nicht atme. Die Fische merken das noch mehr wie ich. Also das, was ich leise höre, höre die ziemlich laut wahrscheinlich schon. Ne? Und jedes Geräusch, was man hört, hört man auch im Becken. Also was man in der Sauna hört, wenn Leute niesen, hört es die Fische. Für seine Haustiere im Wert von 20.000 Euro pro Stück ist Axel kein Aufwand zu viel. Für sie hat er sogar einen Tauchschein gemacht. Ausgerechnet am Tag der Ankunft des Saunaschiffes folgt der Schock für das Team. Sie müssen erneut wegen Corona schließen. Ja, schon ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite freut es mich natürlich, dass das Boot da ist, dass wir das Projekt jetzt weiter vorantreiben, dass wir jetzt eigentlich hier zum Finale kommen. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich das Projekt nicht so fertigstellen oder nicht so nutzen, wie wir es gern möchten, weil wir ja dann Corona-bedingt hier schließen müssen. Das ist natürlich sehr traurig für uns. Trotz Schließung muss Florian das Wasser weiter beheizen, um Schäden im Becken zu vermeiden. Und auch die Palmen brauchen ihre gewohnte Temperatur. Hohe Energiekosten für das Bad. Wir hören täglich eigentlich nur schlechte Nachrichten, keine guten Nachrichten. Und das nimmt dir natürlich auch wirklich die Kraft und die Perspektive für die Zukunft. Irgendwann, ich will es gar nicht aussprechen, aber irgendwann ist dann natürlich auch hier Ende. Jeder Betrieb, wo nichts mehr erwirtschaftet, wo vom Umsatz lebt, wir sind ja nicht kommunal. Wir müssen die Euros verdienen, die wir ausgeben. Die meisten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Auch Aufgussmeister Eric und Marcel. Trotzdem treffen sie sich zum Trainieren. Es ist so still
Und normalerweise läuft immer Leute hin und her und Musik spielt und du hörst einfach die Geräusche von das Leben. Und jetzt haben wir das tote Stille. I got my ticket for the long way round, two bottle of whiskey for the way, and I would should like your sweet. Handtuchwedeln braucht viel Übung. Normalerweise Teil eines ganzen Theaterstücks in der Sauna. Eine Erfüllung für Eric, der Theater in den USA studierte. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Als ein junger schwuler Mann in den USA, es war nicht immer so einfach, klarzukommen mit diesen inneren Gefühlen. Theater war meine erste große Liebe. Das hat mich richtig sehr geholfen, als ich jünger war, mich selber zu finden. Man hat richtig eine Freiheit auf die Bühne. Man kann alles sein. Nun kommt eine neue Bühne für Eric hinzu. Das Saunaschiff. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist was Neues. Sauna generell war schon neu. Jetzt bin ich schon mittlerweile bequem in die Sauna und ich weiß genau, wie das alles läuft. Jetzt gehe ich aufs ins Wasser. Erste Fahrt mit Aufguss. Probe für die Wiedereröffnung, auf die alle hoffen. Na, was meinst du zum Design? Das ist cool. Ja. Siehst du die Dame in die Mitte? Sie tanzt ein bisschen. So. Dame, wo ist deine Dame? Genau in die Mitte. Ist das nett? Ach so, okay, tatsächlich ein bisschen. Ja. Eine runde Kopf, zwei Arme hoch, zwei Beine runter. Ja, komm, wir nennen es kreative Kunst. Sicherlich. Wie sieht eine Pflanze aus? Ich weiß auch nicht. Für die erste Fahrt ist Florian noch am Steuer. Bald müssen die Saunameister das selbst übernehmen. Und wie lange ist man unterwegs quasi? Je nach Geschwindigkeit, glaube ich, denke so 5 bis 6 Minuten einfach. Okay. Ich wundere mich, ob 5 oder 6 Minuten zu kurz ist für einen Aufguss. Ja, die 6 Minuten, das ist eine einfache Fahrt. Also du hast 6 Minuten hin und du hast 6 Minuten zurück und du liegst 1 Minute vor Ort. Also du hast 13 Minuten Zeit für den Aufguss. Ja, wir müssen mal testen. Genau. Und schauen wir mal, was am besten passt. Genau. Neuland ist für die beiden nicht nur das Schiff, bitteschön, sondern auch der Aufguss. Boah. Nicht schlecht, oder? Ja. Mal die Farbe. Was meinst du? Der Räucheraufguss soll besonders reinigende Wirkung haben. Vielleicht bringt auch Glück für die Therme Sinsheim und ihr neues Saunaschiff. Ja, passt richtig gut zusammen. Feuer und Wasser, heiß und kalt. Man wächst natürlich mit seinen Aufgaben und früher hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann ein Saunaschiff hier in Betrieb nehmen muss und dafür verantwortlich bin, dass es irgendwann auf unserem See fährt. Aber die Zeit bringt's und die neue Firmenstruktur bringt's genauso mit sich. Das Saunaschiff ist mega richtig für uns, weil es gibt uns alles Mut für die Zukunft. In die Corona-Zeit, wir brauchen alle so viel Hoffnung und so viel Mut, wie wir kriegen können. Also es ist eine schwierige Zeit, aber mit dem Saunaschiff, wir haben was positiv für die Zukunft. Wir haben auf jeden Fall was erschaffen, wo es, ich behaupte mal, in Europa so noch nicht gibt. Und natürlich, das erfüllt einen mit Stolz.